Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Außenminister, wenn ich meinen Kollegen aus der Großen Koalition zuhöre und auch die Zahlen, die der Kollege Leutert hier zitiert hat, könnte man eigentlich meinen, was habt ihr denn? Ihr Berichterstatter habt doch im Verfahren richtig viel bewegt. Das stimmt auch. Wir haben viel bewegt in diesem Haushaltsverfahren. Mehr als 300 Millionen Euro sind dazugekommen. Ein Großteil davon für die humanitäre Hilfe, 9,5 Millionen für Menschenrechte. Es ist gut, dass endlich im Bereich der Personalreserve etwas vorangeht und dass das Finanzministerium da die Blockade aufgegeben hat und wir da vorankommen. Das sind gute Nachrichten. Aber bei so großen Rissen und Lücken in der Fassade bringt es eben nichts, wenn man einfach nur Farbe draufklatscht. Und das ist das, was in den Reden ja eigentlich auch rüberkommt. Sie, Herr Minister, sind mit diesem Etat weder für die jetzigen noch für die künftigen internationalen Herausforderungen gut vorbereitet. Da fehlt es noch an vielem. Und ich will zwei Beispiele rauspicken, um das zu verdeutlichen. Wir hatten in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Vertreter und Vertreterinnen aus den verschiedenen humanitären Hilfsorganisationen hier in Deutschland. UN OCHA, Mark Lockwood hat es am deutlichsten gemacht, aber auch das Internationale Rotkreuz und UNICEF und viele andere humanitäre Organisationen sagen uns eins, dass die Klimakrise weltweit inzwischen einer der größten Verursacher für humanitäre Krisen in der Welt ist. Und Ihre Antwort darauf ist eigentlich nicht wirklich vorhanden. Ja, wir geben Geld für humanitäre Hilfe auf, aber das, was Sie an Instrumenten machen, das geht an die Symptome des Ganzen, das geht aber nicht an die Ursachen ran. Wenn Sie wirklich an die Ursachen der Probleme gehen wollen, dann brauchen Sie auch eine grundlegende Veränderung, auch in Ihrer Politik, die da heißen könnte, zum Beispiel eine Klimaaußenpolitik. Das Gleiche könnte ich auch durchdeklinieren, wenn es zum Beispiel darum geht, Frauenrechte in der Welt voranzubringen. Wir haben hier eine Gruppe von Parlamentarierinnen, die sich massiv dafür einsetzen, feministische Außenpolitik voranzubringen. Es allein verbleibt aber nur im Parlament, weil wir als Frauen in diesem Parlament, die sich dafür einsetzen, uns von unserem Außenminister alleine gelassen fühlen, weil sie da zu wenig dafür machen und es leider nur bei warmen Worten für unser Bestreben bleibt. Oder ein drittes, ein ganz konkretes, die Situation in Belarus. Heute ist der 123. Tag der Proteste. Es wurden fast 30.000 Oppositionelle inzwischen verhaftet. OSZE redet von Hunderten von Fällen von Folter, Misshandlung, ja, bis hin zu Vergewaltigung, die dokumentiert sind. Es gibt einen Antrag aus der Mitte dieses Parlaments. CDU, CSU, SPD, Grüne und viele andere hier im Parlament haben deutlich gesagt, wie sehr es unser Wille ist, dass wir uns dort mit der Zivilgesellschaft solidarisieren wollen, dass wir uns dafür einsetzen wollen. Wir haben mit diesem Antrag aus dem Parlament Hoffnungen geweckt. Und Sie haben ja auch dem Ganzen verbal zumindest mal dazu gestimmt. Sie haben Großes versprochen und rausgekommen sind 2 Millionen. 2 Millionen, wo wir noch nicht mal wissen, wann und wo und wie sie fließen sollen. Das ist eine große Enttäuschung, Herr Minister. Ja, die Herausforderungen an Sie sind groß, aber ich glaube auch nicht, dass Sie selber etwas anderes erwarten, weil Sie reden ja selber davon, dass die Welt immer komplexer wird, dass die Konflikte komplexer sind, dass die Zusammensetzungen komplexer werden. Und dann enttäuscht es ehrlich gesagt erst recht, wenn Sie sich nicht viel stärker für Ihren Etat engagieren. Wir reden hier ja nicht zum ersten Mal darüber, dass die mittelfristige Finanzplanung nicht stimmt, sondern zurückgeht. Das haben wir in den letzten und in den vorletzten Debatten und ehrlich gesagt, seitdem ich diesen Etat mache, immer wieder betont. Es allein kam kein Engagement von Ihnen. Und das enttäuscht deshalb, weil Ihre Berichterstatter nämlich genau das machen. Und es hilft aber nicht, wenn die Berichterstatter kämpfen und der Minister, wenn wir uns dann umdrehen, sie gar nicht mehr vorhanden sind. Es geht darum, dass wir eine starke Diplomatie brauchen. Und diese starke Diplomatie braucht einen starken Rückhalt vom Parlament, aber auch vom Minister, von Ihrem Haus und ja, auch im Etat. Wir werden uns dafür einsetzen.
Wir werden uns dafür einsetzen, aber wir verlangen noch viel mehr, sondern dass die deutsche Außenpolitik auch eine Richtung bekommt. Beispiele dafür habe ich Ihnen genannt. Zum Beispiel klimagerechter, feministischer zu werden und ja, Menschenrechte in den Vordergrund zu stellen. Ja, Herr Minister, das erwarten wir von Ihnen und da wünschen wir uns mehr. Danke schön. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gebe Ihnen das Ergebnis der namentlichen Abstimmung bekannt über den Einzelplan 04, Geschäftsbereich der Bundeskanzlerin und des Bundes.